Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es ist abstoßend, widerlich und ekelhaft, gegen Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder wird ermittelt wegen Pädophilie. Er leitete eine Stiftung für Kinder und steht nun im Verdacht, selber Kinderschänder zu sein und hat pornografisches Material angeblich vertrieben. Ein Sumpf der Abartigkeit. Immer mehr dieser dunklen Machenschaften kommt nun ans Tageslicht. In der Bundesrepublik, in Deutschland, in der BRID und in den Vereinigten Staaten von Amerika, den USA. Es wird allerhöchste Zeit, dass diese miesen Gestalten allesamt zur Rechenschaft gezogen werden. Es wird allerhöchste Zeit, diesen pädophilen Sumpf trocken zu legen. Checkmate News Spezial vom 8.9.2020. Pedogate Teil 2. Herzlich willkommen, liebe Patrioten, zu einer Fortsetzung von Pedogate, diesem für viele von euch immer noch sehr unangenehmen Thema. Aber es muss sein. Allein schon dafür, um die Aufklärung dieser schrecklichen Verbrechen an Kindern voranzutreiben und somit in Zukunft auch beenden zu können. Nur so können wir diese kranke, satanische Pedoszene hoffentlich bald hinter uns lassen. Starten wir heute mit unserem kleinen Dribbler Christoph Metzelder. Seit circa einem Jahr ist ja nun bekannt, dass unser geschätzter und geehrter ehemaliger Nationalspieler, selbst treusorgender Familienvater, pädografisches Material auf seinem Handy besessen hat und nun soll endlich die Anklage erhoben werden. Focus Online berichtete von 30 Kinderpornobildern, die Bild wiederum von 297 Dateien. In Deutschland werden solche Taten nur als Vergehen geführt. Es kann möglich sein, dass er mit einer Geldstrafe davonkommt. Aber vielleicht wird er ungewollt einen Stein ins Rollen bringen, damit die Pädoszene in Deutschland endlich mehr in den Fokus gerückt wird und den Menschen klargemacht werden kann, was die ganze Zeit hinter ihrem Rücken abläuft. Definitiv hängt er tief mit drin und wir hoffen alle, dass er dafür auch eine gerechte Strafe bekommt. Man sollte mal darüber nachdenken, warum Metzelder das gleiche Rautenhandzeichen der Freimaurer drauf hat wie unsere Mutti Merkel. Und sie auch noch liebevoll unterstützt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Was natürlich auch die Verbindungen zur Stadt Münster, aus dessen goldenen Kelch er trinken durfte, und Tönnies inklusive DFB betrifft. Stutzig machen kann auch ein Post in seinem Account. Seinen Abonnenten wird wahrscheinlich das Essen vergehen, wenn sie wüssten, was die Pizzabande ist. Tönnies und Podesta sind nur wenige Namen von vielen. Der Sumpf ist so tief, dass unser normales menschliches Hirn sich der Ausmaße des Missbrauchs und Satanismus von und mit Kindern noch gar nicht begreifen kann. Hier noch einmal bildlich dargestellt, wo sich doch überall die Pädozeichen verbergen und wenn man sein Augenmerk darauf richtet, sind sie an Stellen, wo man sie überhaupt nicht vermuten würde. Wie zum Beispiel Kindergärten, Kinderhilfsorganisationen, Langneseeis und so weiter. Die Liste ist schier unendlich lang. Hier für euch vom FBI die gängigsten Zeichen wiederholt zusammengefasst. Wir können sie gar nicht oft genug zeigen, damit man sie verinnerlicht. Fotografiert sie einfach mit dem Handy ab, dann habt ihr sie immer parat und könnt nachschlagen. Selbst wenn sie leicht abgewandelt sind, haben sie die gleiche Bedeutung. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihr euch gerade fühlt. Denn mir ging es ähnlich, als ich zum ersten Mal las, dass auch solch staatlich geförderten Institutionen dazugehören. Da denkt man als normaler Mensch, die sind zum Helfen und Unterstützen da. Weit gefehlt. Damit soll nicht behauptet werden, dass jeder Mitarbeiter Bescheid wusste. Dann wäre es wahrscheinlich viel früher aufgeflogen. Nun ja, stellt sich die Frage, ob man ihm geglaubt hätte. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, da in diesen Institutionen dunkle Gestalten diesen Skandal unterstützt und geschützt haben.
ein ehemaliger 54-jähriger Mitarbeiter des Kinderschutzbunds im rheinland-pfälzischen Koblenz, soll Kinderpornos über den Messenger-Dienst Facebook verschickt haben. Gegen den Mann bestehe der Anfangsverdacht der Verbreitung kinderpornografischer Schriften, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mit. Es gäbe bislang keine Hinweise darauf, dass der Mann selbst sexuelle Übergriffe begangen habe oder vom Kinderschutzbund Koblenz betreute Kinder Opfer sein könnten. Aber im Prinzip ist das ja auch scheißegal. Es sind definitiv unschuldige Kinder die Opfer gewesen und nur das zählt. Das Verfahren sei aufgrund eines Hinweises einer gemeinnützigen US-Organisation eingeleitet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft, und wir sagen diesbezüglich Danke an die USA. Bisher gibt es keine Zusammenhänge mit dem Pädokomplex im Bergisch Gladbach, deren Ermittlungen aufgrund der gefundenen Datenmenge noch Jahre dauern könnte. Jedoch kann man sehr stark davon ausgehen, dass diese kranken Gestalten weltweit vernetzt sind, um ihr schmutziges Ding durchzuziehen. Das sieht man zum Beispiel hier zu Genüge. Selbst aus dem Knast heraus hat ein Pädokrimineller, er war Logopäde und hat während der Therapie Kleinkinder vergewaltigt, es geschafft, in Zusammenarbeit mit anderen Häftlingen im Darknet eine Plattform mit über 1000 Usern aufzubauen. Wie kann sowas geschehen und unentdeckt bleiben? Einfach unfassbar. Wie sich doch die Zeiten so ändern. Früher wurden Kinderschänder von anderen Häftlingen um die Ecke gebracht. Heute solidarisiert man sich. Sie haben gerade 4 weitere Anklagen wegen Vergewaltigung von Kindern gegen den Präsidenten der Ex-Polizeigewerkschaft hinzugefügt. Ja, ihr habt richtig gehört. Präsident der Ex-Polizeigewerkschaft. Dein Freund und Helfer. Wie tief kann der Sumpf noch sein? Das Ende ist bisher leider nicht sichtbar. Wenn es jemanden gibt, den dieses Video nicht zu Herzen geht, dann kann er kein Mensch sein. Hier erzählt ein kleines Mädchen unter Tränen der Oma, dass sie mit der Erlaubnis der Mutter sexuell angegriffen wird. Kann man sowas überhaupt Mutter nennen? Oder können wir uns bitte auf das Wort Erzeugerin einigen? Menschen mit Herz lassen solche Übergriffe auf ihr Fleisch und Blut einfach nicht zu. Punkt. 30 Jahre lang gaben Berliner Jugendämter Pflegekinder in die Obhut von Fritz H. Der mittlerweile Verstorbene war ein Sexualstraftäter, das hat die Staatsanwaltschaft offiziell bestätigt. Hinweise darauf finden sich genügend in den Akten. Die Jugendämter reagierten nicht. 3 Jahrzehnte lang, von 1973 bis 2003. Unglaublich. Jahrelang haben Berliner Jugendämter Kinder zu pädophilen Pflegevätern geschickt. Die Opfer leiden bis heute unter den Missbrauchsfolgen. Die Jugendsenatorin hat Aufarbeitung versprochen. Der Tod eines behinderten Pflegekinds 2001 führte lediglich zu 2 Vermerken in den Akten. Im Zentrum der Verantwortung steht Helmut Kentler. Der mittlerweile verstorbene Pädagogikprofessor setzte sich für die Legalisierung von Sex mit Minderjährigen ein. Kentler war persönlich bekannt mit dem Pflegevater und Sexualstraftäter Fritz H., schrieb Gutachten in seinem Sinne. Die Wissenschaftler der Uni Hildesheim kommen in ihrer Studie allerdings zu der Erkenntnis, dass Kentler nicht alleine war. Das ist ein Netzwerk quer durch die wissenschaftlichen pädagogischen Einrichtungen, insbesondere der 1960er und 1970er Jahre gab, in dem pädophile Positionen akzeptiert, gestützt und verteidigt wurden. Explizit genannt werden das Pädagogische Zentrum Berlin, das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, die Freie Universität und das Pädagogische Seminar Göttingen.
Außerdem lassen sich Verbindungen nachweisen zwischen dem Pädagogischen Zentrum und der Odenwaldschule in Hessen, die nach Bekanntwerden des dortigen Missbrauchsskandals schließen musste. Mächtige Männer aus Wissenschaft und Forschung. Die bisherigen Hinweise verdichten sich, dass es sich bei diesen Pflegestellen um alleinlebende, mitunter mächtige Männer aus Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und anderen pädagogischen Kontexten gehandelt hat, die pädophile Positionen akzeptiert, gestützt oder auch gelebt haben. Mitarbeiter der Jugendämter und der Senatsverwaltung seien Teil des Netzwerks gewesen, hätten so den pädophilen Zugang zu jungen Männern und Kindern verschafft, schreiben die Autorinnen und Autoren in ihrem Abschlussbericht. Die Wissenschaftler nennen dies Kindeswohlgefährdung in öffentlicher Verantwortung. Wie wurden wissenschaftliche Netzwerke zur Vertuschung und Verdeckung von sexueller Gewalt genutzt? Wer trägt welche Verantwortung? Diese Fragen bleiben. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist: Wie konnte und kann das alles immer noch passieren? Seid gewappnet, dass die Tiefe des Sumpfes ans Tageslicht kommen wird und schützt euch und eure Kinder, auch die vom Nachbarn. Und denkt immer daran: Where we go one, we go all. World wide. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören, liebe Freunde. Bitte das Video liken, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren, die Glocke drücken, weiterverbreiten und kommentieren. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, liebe Freunde.